Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Mein Name ist Gato und ist eingeblendet. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, Lücke geschlossen. Läuft für uns. Ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz. Oh. Ich will das jetzt nicht spielen, da fliegen wir aus dem Spiel, oder? Wie man Fahrplan. Ich glaube, das muss ich mal offscreen machen. Züge. Merkwürdig. Okay, also, ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie wir das Öl mit einem Zug von da nach da bekommen. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder in einem Tankzug, da weiß ich aber nicht, wie der funktioniert, oder in einem normalen. Und dafür haben wir ja, also wir haben den Güterwaggon und da können wir dann die Fässer reinpacken. Motoreinheit müssen wir herstellen. Da ist die Frage, wie kriegen wir die denn zusammen? Güterwagen, Auto. Wo ist denn hier die Motoreinheit? Ach, hier gibt es eine tolle Suchfunktion. Motoreinheit. Ach, da brauchen wir die Öle. Das heißt, um einen Motor zu bauen, mit dem wir dann das Öl rüber transportieren müssen, müssen wir hier erst Öle herstellen. Also müssen wir doch... Ja, da müssen wir doch jetzt erst in die Ölproduktion reingehen. Es tut mir leid. Okay, also Ölproduktion. Wie war das noch? Ich baue jetzt einfach mal, was es hier so gibt. Chemiefabrik und Ölraffinerie. Also holen wir mal eine Ölraffinerie und die Teile zumindest dafür. Und vielleicht noch ein paar neue Teile für Landaufschüttung. Während die Luftfahrt erforscht wird. Und da ich das nicht mehr weiß, probieren wir es einfach aus. Das ist ja das Schöne hier an dem Kanal. So, was brauchen wir an Teilen? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisenzahnräder, Rohre, also jede Menge Eisen brauchen wir. Stahl haben wir noch ordentlich in der Tasche. Das sollten wir hinbekommen. Hier ist nochmal Landaufschüttung. Da müssen wir dran denken, dass ich jetzt nicht immer da in diesen Bereich reinrenne. Eisen haben wir auch genug. Erstmal nehmen wir mal so ein paar Platten mit. Aber nur ein paar. Und dann gehen wir mal ein paar Steine holen, beziehungsweise ein paar Landaufschüttungssteine. So. Ich glaube, das geht. Okay. Habe ich was vergessen? Wir bauen mal. Wir bauen eine Ölraffinerie, eine Chemiefabrik, eine Dings hier. Und dann gucken wir mal, was war. Und da stiefeln wir hier einmal durch die Wallerei. So, dann haben wir das fehlende Stück und dann würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Etage weiter. Weiß nämlich nicht, ob wir das irgendwann dann zweispurig haben oder so. Mal gucken. Oder wie bei anderen Projekten von mir, großspurig. Ist auch möglich. So, na, komm mal durch. Ich glaube nicht. So. Eine Sekunde mal eben. So, also, was haben wir hier? Ich stell's mal eben hin. Ach du lieber Gott. Ach du dicke Minna. So. Dieses Teil macht... Ach du... macht aus Schweröl Schmiermittel. Oder aus Schweröl oder aus... Petroleum oder aus Leichtöl. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was das herstellt. Und das ist, glaube ich, die hier. Genau. Die stellt aus normalem Öl diese drei Komponenten her. Ach du
Liebe, Zeit und Gütigkeit, hätte unsere Oma gesagt. Jetzt müssen wir den Platz hier ein bisschen einteilen, weil sonst wird das hier zu eng. Ich stelle mal gerade ein paar Lampen auf, damit ihr auch was seht. So. Ein bisschen Let's Play-freundlicher. Wow! Okay. Brauchen wir hier von irgendwas jetzt, wo wir gerade hier dran arbeiten? Nee, das können wir nicht erforschen. Schaltungsnetz, keine Ahnung, was das ist, um Gottes Willen. Mehr Gegenstände auf einmal. Komm, dann bauen wir mal eben die aus, zur Sicherheit, weil ich traue dem Laden da oben nicht. Okay, wie bauen wir es auf? Hier irgendwo muss die Eisenbahn ja halten und durchfahren und rumfahren und so. Deswegen würde ich das schon gerne hier oben relativ kompakt halten wollen. Das bedeutet, ich würde sagen, wir stellen die, gerade auch von dem Wasser kommend, die erste Fabrik mal hier hin. So. Die soll die Basisstoffe herstellen. Und die nimmt in der Tat nur Rohöl auf. Rohre brauchen wir jede Menge viele. Stellen wir auch mal ein paar von her. So. Und da brennt sie auch schon, die Fabrik, und braucht jede Menge und macht auch jede Menge Verschmutzung. Ich ahne fürchterliches. So. Und jetzt war das irgendwie so, dass man irgendwie hier 35 verschiedene Stoffe hat, die man dann auch irgendwie abpuffern musste, ne? Und da hatte ich ja immer so ein geschicktes System gebaut, dass die Rohre untereinander sich nicht treffen, man das modular erweitern kann. Aber ganz ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Deswegen würde ich vorschlagen, wir probieren das einfach mal. Dazu brauchen wir aber wieder drei Bottiche, die dann irgendwann hier rumstehen. Und dass wir das hier erweitern können, wenn wir mehr bauen wollen. Oh je, oh je, oh je. Kriege ich überhaupt erstmal drei Bottiche hin? Das ist immer Frage 1. Jawohl. Wir bauen mal 1, 2, 3. So. Dann. Rohre. Wenn ich jetzt will, dass hier mehrere Fabriken mit Rohren verbunden werden. Was denn, wenn wir einfach mehrere Fabriken bauen und noch nicht in Betrieb nehmen, um das einfach schon mal hier vorzuplanen? Ich baue einfach mal eine zweite. Welche war das denn jetzt? Ölraffinerie. So. Damit wir das einmal hier einmal durchziehen können. Wieso ist denn hier... Ach so, man kann später noch andere Sachen mit dem Ding herstellen, ne? Genau. Und dann würde ich die einmal untereinander verbinden und einmal mit Tanks. Ich glaube, die Tanks kann ich aber relativ frei aufstellen, ne? Dann können wir nämlich hier, pass mal auf, wenn wir das so machen. Und das jetzt auswählen, auch wenn wir es jetzt nicht benutzen, ne? So, dann geht als erstes... ich glaube, die müssen immer mindestens einen Abstand haben, sonst geht's nicht. Oder? Wie habe ich das denn gemacht? So verbindet sich mit dem, das soll er nicht. Also wir müssen mindestens einen Abstand haben, komm. Ich glaube, es geht auch direkt nebeneinander, aber ich sehe es gerade nicht wie, deswegen machen wir mit einem Abstand. So. Der geht hier hin. Geht in die Erde, verbindet sich mit dem hier. Und fertig. Der geht eins raus. Der geht zwei raus. Der geht drei raus. Zwei. So habe ich das, glaube ich, gemacht damals. Huch. Ah, diese Forschung, die erschreckt mich immer. So. Dann Tankwagen erforschen wir mal, auch wenn ich nicht... Oh, der ist aber teuer. Da machen wir erstmal hier Signaltechnik. Ach du lieber Gott, was können wir denn alles mit Zügen bauen? Ich drehe durch. Ja, aber das war ja der Sinn dieses Projektes. Also Projekt Neu-Holland. Oder Venedig. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. So. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, was ich bis jetzt gebaut habe.
So, hier sind alle verbunden. Jetzt kann ich so viele Raffinerien benutzen, wie ich will. Im Moment ist es so, dass die Tanks eh volllaufen, aber wir noch keinen Verbrauch haben. So, jetzt die Tanks anschließen. Wenn ich die hier oben anschließe, dann können wir hier schwer erweitern, weil hier wieder alles zu eng ist, weil ich wieder alles zu eng gebaut habe. Gehen wir mit dem hier hin. Mit der Lampe gehen wir mal hier hin. So. Und Tanks können wir nicht mehr wegbauen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, maximal 2 Tanks von dem Zeug hier hin. 1, 2 Tanks. Und da können wir zur Not nach oben eine Leitung legen oder so. Mal gucken. 1. So, dann soll der sich nicht verbinden. Das heißt, der muss noch... So können die sich nicht verbinden. Das heißt, der muss noch einen Abstand haben. Und dann... Weil so würden sie sich verbinden. Tanksorte Nummer 2. Und dann stehen wir genau hier wieder auf dem Ölvorkommen. Das ist natürlich doof. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und bauen noch ein paar mehr Rohre. So, das ist schon mal verbunden. Dann, spricht nichts dagegen, dass wir es einfach so anschließen, ne? Und damit haben wir das Ganze gepuffert. Boah, auf Anhieb. Und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bis auf, dass es irgendwann total überläuft. Okay, so was müssen wir jetzt machen. Jetzt brauchen wir, um eine Lok zu bauen, um den Motor zu bauen von der Lok. Wir gehen das jetzt rückwärts durch. Um den Motor von der Lok zu bauen, brauchen wir, wo war denn das jetzt? Hier, Motorblock. Elektromotor oder Motor? Was? Warte mal. Lokomotive, Güterwaggon, Auto. Die Lokomotive braucht einen gelben Motor. Entschuldigung. Die Lokomotive braucht 20 Motoreinheiten, natürlich. So, Zugsignale, zack. Nicht leichter als das. So, 20 gelbe Motoreinheiten. Gelbe Motoreinheiten stellen wir her. Wo war das? Hier irgendwo. Da, gelbe Motoreinheiten. Die können wir sogar so herstellen, guck. Aber wofür brauchen wir denn die roten Motoren? Irgendwas habe ich doch die roten Motoren gebraucht. Warum baue ich denn jetzt diesen ganzen Kram hier auf, wenn wir es gar nicht... Na gut, jetzt haben wir es hier hingebaut, das ist halt halb so wild. Wir können ja irgendwas anderes hin und her transportieren. Wir werden hier eh nicht genug Platz haben. Wir müssen Weiterverarbeitung wahrscheinlich eh da hinten machen. Das heißt, wir liefern dann vielleicht hier in Fässern irgendwas von aus diesem Lager ab oder so. Mal gucken. Motoreinheit. Motoreinheit. Vielleicht habe ich da was übersehen. Wo ist sie? Da. Motoreinheit benötigt Stahlträger, Eisenzahnrad und Rohre. Die können wir ganz normal herstellen in einer Fabrik. Das bedeutet, wir bauen eine Fabrik für Motoren, würde ich vorschlagen. Jemand dagegen? Nicht. Sehr gut. So. Setzen wir erstmal die fehlenden Lampen ein. Und dann bauen wir eine kleine, schnubbelige Motorenfabrik. So. Praktischerweise haben wir noch eine Fabrik hier. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Geh mal weg. So. Dann brauchen wir dafür... Wo war's denn jetzt? Hier. Rohre, Eisenzahnrad und Stahlträger. Gut. Also kann die hier irgendwo schon dazwischen. Ne? Das ist ja so unser System. Da können wir sogar hier die Dinger von abgreifen. Das ist gar nicht mal so falsch. So. Motor. Da wir da keine 5 Milliarden Motoren bauen werden, sondern nur so ein paar, können wir das auch schon so hier machen.
Und jetzt fehlen halt noch die Rohre und die Rohre werden aus, ich bin gewöhnt an Minecraft, ne, wo man einfach draufklickt, normalen Eisenplatten gebaut. Eisenplatten. Oder sollen wir die ganz kurz hier unten dran setzen, die Fertigung dafür? Zahnräder brauchen wir. Wir bräuchten dafür eigentlich wieder so ein Band mit. Also wir brauchen eh drei Komponenten. Machen wir anders. Wow. Was machen wir hier? Das ist eine Lasertechnik. 150, da haben wir da erstmal was zu tun. So, Motoren. Wo kriegen wir denn möglich? Also ich gucke gerade, ob wir immer noch eine Stelle haben, wo vielleicht beide schon nebeneinander ist. Oder ob wir vielleicht. Das ist ja nur eine Ausnahmefabrik, dass wir die vielleicht hier kurz hinsetzen. Wir brauchen ja jetzt nicht 5 Milliarden Motoren, glaube ich, oder? Oder brauchen wir die hinterher für Roboter? Brauchen wir für Roboter Motoren? Flugtechnik, wo war denn das? Finde ich jetzt so schnell nicht. Roboter, da. Roboter-Hangar. Bauroboter. Flugrobotergestell. Roboter-Gestell. Dafür brauchen wir. Dafür brauchen wir die anderen Motoren. Um Gottes Willen. Und dafür brauchen wir wieder die. Das heißt, wir müssen doch eine Fertigung einplanen, die das relativ komplex beherrscht. Jetzt gucke ich gerade. Stahl, Eisenplatten. Haben wir da. Würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Also, lieber zukünftiger Garderoll, in der kommenden Folge bitte mal ein paar Motoren bauen. Stahl haben wir hier. Hier haben wir die Zahnräder, ne? Siehst du schon? Hier haben wir die Platten. Das können wir alles zusammenführen. Und dann können wir hier oben oder hier unten eine wunderschöne Motorenfabrik bauen. Das alles noch mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in Factorio. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderoll.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.